Ja, in einem Bestattungsunternehmen, in einer toten Stadt, begrüße ich euch zurück zu Let's Play Bioshock. In der letzten Folge sind wir hier gelandet. Draußen hören wir Splicer gegen unsere Selbstschussanlagen kämpfen. Alles hier drin ist zerstört, die Frau weint und im Hintergrund spielt Creepy Music. Nicht unbedingt die Situation, in der man gerne aufwacht. Beziehungsweise, in der man eine Folge be beginnt. So. In der letzten Folge haben wir ein Stockwerk tiefer dieses optionale Gebiet beendet. In dieser Folge werden wir uns hier ein bisschen in diesem Leichenhallen-Ding ein bisschen umgucken. Okay. Sie hat auch schon eine Waffe in der Hand, also irgendwie. Mir widerstrebt es ja, ein bisschen hinterhältig da anzugreifen, aber an sich gehe ich davon aus, dass das das Beste ist, was wir für sie tun können. Und die Leiche war interessanterweise Kuchen mit Cremefüllung. Also, 0451. Okay. Das könnte eventuell in einem ganz anderen Gebiet ja sinnvoll sein. Zum Beispiel 3 Meter weiter hier. Ich glaube 4591 was. Kann auch sein, dass ich mich gerade irre. Ansonsten muss ich nochmal nachgucken gehen. Falscher Code. Okay. Gucken wir nochmal nach. Und es war 0451. 0451. So. Und damit Sesam, öffne dich. Und wir kriegen noch mehr Loot. Ist das Schuh? Okay, das hat mehr was von einer Kegelbahn hier. Als von einer Leichenhalle. Ja, da draußen wird definitiv noch gekämpft. Wir schauen uns mal ein bisschen weiter um. Also diese Musik ist wirklich schlimm. Wenn ich nicht gleichzeitig reden würde, würde ich, glaube ich, davon relativ schnell wahnsinnig werden. Oh, da haben wir ein Gesicht gesehen. Na, komm näher, komm näher. Oh, verdammt, in der Testaufnahme hat das mit einem Schuss geklappt. Ja, komm her. Oh, verdammt. Ja, alles bloß der Vorführeffekt. Ach, komm schon. Alter. Ich glaube, wenn ich nicht gleich den Kopf treffe, sind wir tot. So. Das hat jetzt ungefähr 3/4 unserer Munition gefressen, aber ja, nee. Schlimme war halt, dass ich bei der Testaufnahme wirklich mit einem Schuss getroffen hatte und auch nur ein Schuss gereicht hat und wir sind ein bisschen besoffen und da werden wir angegriffen von irgendwelchen Fliegedingern. Nein, von... Hä? Was ist denn da hergeflogen? Von Selbstschussanlagen. Hallo? Hallo? Das könnte ich den ganzen Tag machen. Back to business. Die Personenmunition, haben wir irgendwas passendes? Wir haben ionischen Schrot. Ich glaube, das sollte dem Ding nicht unbedingt gefallen. Was haben wir an... Okay. Ich glaube, die Projektile können wir nicht auffangen. Ach, verdammt. Brenne. Ja, es brennt. Okay. Und dann stimmen wir mal. Okay. Also es könnte besser laufen, aber der ionische Schrot wirkt bei den Dingern wirklich Wunder. Okay, dann haben wir jetzt noch einen Weg, den wir hier in diesem Laden gehen können und das wird dann wahrscheinlich... Wieso will der Pfeil, dass wir rausgehen? Interessant. Hier wird's wohl... Ich wollte gerade sagen, dass es hier wohl weitergehen wird, aber wenn der Pfeil schon wieder raus zeigt, verstehe ich nicht ganz, weil eben hat er noch hier reingezeigt. Also wir gehen scheinbar den komplett falschen Weg, aber optionale Wege sind in Rollenspielen oder allgemein in Actionspielen meistens die besseren Wege, weil man da viele kleine so Geheimnisse lüften kann und extra Sachen bekommt und vielleicht sogar ein Easter Egg findet und alles Mögliche. Was eigentlich ganz schön ist. Oh. Okay, da hinten ist jemand. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Hier haben wir eine Leiche. Ja, ich weiß nicht, was wir benutzen sollen. Wir benutzen mal das MG. Dafür haben wir relativ viel Munition. Elektrobolt haben wir jetzt gerade leider nicht. Wieso hat er gerade automatisch auf die Pistole gewechselt, als ich gespeichert habe? Interessant. Ich gehe hier weg, ich gehe hier weg, ich gehe hier weg, ich komme nie wieder. So, damit haben wir auch dieses Gebiet hier geklärt. Okay.
Okay, hier gefällt es mir auch nicht. Die Musik gefällt mir hier absolut nicht. Dann gehen wir wieder rein. Okay. Gut. Hier scheint wieder Licht zu sein. Aber der eine Typ fehlt. Oh Gott. Bist du tot? Ach, genial. Jetzt habe ich meine eine Antiperson-Patrone verschossen. Genial. Okay. Bist du... Ja, du bist tot. Okay. Nein, das wollte ich jetzt nicht nochmal abspielen. Aber ich kann es auch nicht wieder beenden. Deswegen hören wir uns Zuschauer im Hintergrund jetzt doch nochmal an. Sie ist zufrieden mit ihren Tanks voller Adam. Sie verbessert, justiert und optimiert nur. Ich... Wir suchen erstmal das Gebiet ab, bevor wir die... Bevor wir das Plasmid nehmen. Ich hatte auch gerade das Wort irgendwie vergessen. Danke, Sushon. Das war sogar sinnvoll, dich abzuspielen. In solchen Situationen immer das Plasmid zuletzt nehmen, erstmal den Rest einsammeln und dann gucken, weil jetzt wird gleich was passieren, bin ich mir ziemlich sicher. Security Expert, Hack and Smart entwickelt Werke, die auf die Aktivierung elektronischer Sicherheitsmaßnahmen spezialisiert haben. Verringert die Schwierigkeitsgrad. Oh, das ist nett. Das Ding ist aufgegangen, oder? Ist das Ding aufgegangen? Habe ich mir das so eingebildet? Okay. Hier fehlt immer noch ein Typ und ich misstraue der Situation immer noch. Wir haben einen Doktor definitiv gesehen, der da war und jetzt nicht mehr da ist. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Nicht, dass der jetzt am Ende irgendwie aus dem Wasser rausspringt und irgendwie so... irgendwo runterzieht oder sowas. Ich misstraue hier der ganzen Situation. Das Problem ist auch, dass ich... Das ist schon so lange her, ist, dass ich das Spiel gespielt habe. Das erste Mal, dass ich die meisten Horrorsachen wieder vergessen habe. Vergessen habe. Und tot war. Gut. Ich hatte schon befürchtet, dass irgendwas Schlimmeres passiert. Zum Beispiel wie in der letzten Folge dieser Typ aus der in diesem Dentist-Labor, der so ins Gesicht gesprungen ist. Lag die hier vorher auch schon? Ja, stimmt. Die haben wir erschossen. Die sollte da liegen. Schlimmer wäre es, wenn sie nicht mehr da liegen würde. So, und dann folgen wir jetzt einfach mal dem Pfeil und gucken, was er will. Er kann sich ja scheinbar nicht entscheiden. Halten Sie Ausschau nach ihm. Bei der Unentschiedenheit soll das lieber die Pfeil heißen. Uhu, indirekter Chauvinismus. Dank der Möglichkeiten genetischer Waren wir nicht schon mal? Ist Schönheit nicht länger ein Geschenk oder okay. Ein Wunschtraum. Sie ist eine moralische Verpflichtung. Oh. Zwingen wir etwa Victor die Gesunden, bei den Infizierten zu leben? Mischen wir Kriminelle mit Rechtschaffenen? Also, warum dürfen dann die Gewöhnlichen die Welt der Schönen betreten? Naja, sonderlich ästhetisch sahst du jetzt auch nicht aus. Aber hier sehen wir auf jeden Fall Victor die Little Sister Kombination. Ich dachte, hier wären wir hergekommen oder langgelaufen. Wieso bin ich hier nicht reingegangen? Oh ja. Dr. Steinmans Ästhetik. Ah, war ich hier schon mal drin? Warum haben wir zwei Augen? Gibt es ein Gesetz, das uns dazu zwingt? Zwei Arme, zwei Beine, zwei Ohren, zwei Brüste. Okay. Ich weiß nicht, wie man deinen Fetisch nennt, aber es wird einen Namen dafür geben. Ich bin nicht fertig. An die Situation erinnere ich mich sogar. Genau, der bewirft uns nämlich mit Sprengstoff. Und wir müssen den Sprengstoff für irgendwas einsetzen. Und zwar dafür. Ja. Ich wusste nicht mal, dass er das wirklich erzählt. Ich dachte, das sollte man alleine rausfinden. Aber ich weiß noch, dass ich beim ersten Mal diese Dinger die ganze Zeit zurückgeworfen habe. Und scheinbar überhört habe, was er gesagt hat. Du kriegst nur noch um. Du bist krank. Komm, los, wirf. Ach komm schon, ich muss ein bisschen höher zielen. Alter, wieso fliegt das? Oh Mann. Wir müssen irgendwie den Winkel richtig treffen. Vielleicht ein bisschen Entfernung reinbringen. Das scheint ihn zumindest getroffen zu haben. Ich weiß gar nicht, ob man da hochkommt auf den Balkon. Das hat ihn jetzt zumindest mal umgeworfen, dann erschießen wir ihn jetzt einfach. Oder auch nicht, weil ich die Munition irgendwie nicht verschwenden möchte. Das Adam eigentlich auch nicht, aber gut. Nee, Eve ist es ja. Oh, ich verwechsel es andauernd. Aber gut. Eine Medical Station, die wir jetzt nicht brauchen. Aber vielleicht können wir ein bisschen was kaufen. Wobei, erstmal hacken wir einfach. Oh, das ist ziemlich
Ich glaube, das speichern wir und dann hacken wir. Nicht, dass da irgendwie, weiß ich nicht, eine Luke im Boden aufgeht, durch die wir dann durchfallen oder so. Wer weiß, was diese Automaten alles auslösen können. Ich meine, es ist quasi, Rapture ist ja der Inbegriff des Kapitalismus. Das heißt, da werden wahrscheinlich einige fiese Tricks verwendet werden, um das Geld quasi dann doch noch irgendwie zu bekommen. Deswegen wird Hacken wahrscheinlich relativ verpönt sein. So, dann geht's... Ah, scheiße, Sackgasse. Ja, also, die Platten hier sind eigentlich alle scheiße. Also, im Prinzip alle, die nicht unbedingt normal aussehen und verschiebbar sind, sind im Endeffekt meistens entweder Todesfallen oder in anderer Art und Weise böse. Also die Alarmplatten, denke ich mal, wie der Name schon sagt, werden wahrscheinlich so welche Fliegeroboter uns auf den Hals setzen. Ja, die heißen Fliegenroboter, das kann man im Handbuch nachgucken. Was wollen wir nehmen? Bisschen hiervon. Ah ja, komm, MG. Oh, die ist teuer, verdammt. Ich sollte eventuell auf den Preis achten. Bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als uns zu besaufen. Manchmal haben wir auch kaum noch Geld, dann hat sowieso nichts mehr einen Sinn. Kostenlose Plasmide. Wuhu. Oh. Scheinbar eins der Opfer von Steinman. Ich würde sagen, diesen Wahnsinn werden wir uns erst in der nächsten Folge zu Gemüte führen. Bis dahin, Leute. Ciao.